Das Bündnis Sahra Wagenknecht fordert den Stopp aller deutschen Waffenlieferungen nach Israel. Sevim Dardelen hat im Bundestag eine starke Rede gehalten, wo sie dieser Forderung nochmal Nachdruck verleiht. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Selbstverständlich hat Israel, wie jeder andere Staat, das Recht auf Selbstverteidigung nach dem verbrecherischen Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023. Die rücksichtslose Kriegsführung Israels hat mit Selbstverteidigung aber leider nichts mehr zu tun. Während wir heute hier am 13. Juni 2024 debattieren, rückt die israelische Armee mit Panzern in Rafah vor, trotz aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats. In der Stadt harren immer noch Hunderttausende Palästinenser aus. Jetzt braucht es einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand und eine Freilassung aller Geiseln. Während wir hier debattieren, was die israelische Regierung bisher immer abgelehnt hat. Alle Verhandlungsangebote von der Hamas, die eben diese Punkte, die Sevim Dardelen hier gerade angeführt hat, beinhalteten, wurden von der israelischen Regierung immer abgelehnt. Es gibt von Haaretz schon sehr ausführliche Berichte, wie perfide die Regierung Netanyahu diese Waffenstillstandsvereinbarung hinterlaufen hat, weil die israelische Regierung eben keinen Waffenstillstand will, da Netanyahu ein Interesse daran hat, diesen Krieg möglichst lange fortzusetzen, damit er weiter an der Macht bleibt und sich dann in keiner eventuellen Neuwahl und dann anstehenden Korruptionsprozessen aussetzen muss. Droht laut Kinderhilfswerk UNICEF 3000 Kindern der Hungertod. Und die Hauptverantwortung dafür trägt die in Teilen rechtsextreme Netanyahu-Regierung, die die humanitären Hilfslieferungen blockiert. Die Ampelregierung muss sich fragen, ob sie sich hier nicht mitschuldig macht. Ich finde, es ist eine Schande. Auch hier hat Sevim Dardelen völlig recht. Deutschland steht gerade wegen Beihilfe zum Genozid vor dem Internationalen Gerichtshof. Dass sich hier in diesem Haus eine ganz große Koalition von Grünen bis zur AfD einen Waffenstopp für Israel zu verhängen weigert, stattdessen stellt man sich hier nach wie vor bedingungslos hinter Netanyahu, gegen den vor dem Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl beantragt worden ist. Früher war es einmal Konsens in Deutschland, auch bei der SPD oder auch bei der Union, keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Heute sehen wir Berichte, wie deutsche Waffen bei diesem Feldzug der israelischen Armee eingesetzt werden, die geprägt ist von Kriegsverbrechen. Mehr als 37.000 Palästinenser wurden bisher getötet, darunter allein über 13.000 Kinder. Und was macht die Bundesregierung? Sie liefert weiter skrupellos Waffen und Munition an Israel für über 10 Millionen Euro allein in den letzten Monaten an Kriegswaffen und Rüstungsgütern. Wir finden als Bündnis Sahra Wagenknecht, beenden Sie diese Komplizenschaft, erklären Sie einen Waffenstopp, wie dies in der EU bereits von Spanien, Irland, den Niederlanden und der Wallonie getan worden ist. Vielen Dank. Ja. Durch die Beforderung von Sevim Dardelen, und das will ich euch auch nicht vorenthalten, damit steht sie tatsächlich auf Seiten des Großteils der deutschen Bevölkerung. 68% der deutschen Bevölkerung lehnen die Waffenlieferung nach Israel ab. Und ganz interessant, am höchsten ist der Anteil nicht mal beim BSW, sondern bei der AfD. 80% der AfD-Wähler lehnen die Waffenlieferungen nach Israel ab. Also die AfD macht am radikalsten Politik gegen ihre eigenen Wähler, wenn sie solche Anträge wie den jetzt vom BSW hier ablehnt, wenn sie Waffenlieferungen nach Israel damit de facto zustimmt. Also die AfD hat diesen Antrag nach einem Stopp aller Waffenlieferungen nach Israel abgelehnt. So, das zeigt auch, dass die AfD leider keine konsequente Friedenspartei ist, ganz im Gegensatz zum BSW, das diesen Antrag eingebracht hat. Starke Rede von Sevim Dardelen, gut, dass sie das Thema nochmal anspricht. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Kriege im Nahen Osten bald enden, auch wenn es nicht danach aussieht, bei dieser sehr aggressiven Politik der rechtsradikalen israelischen Regierung. Ja, es sind keine guten Aussichten.